Okay. Hier war jetzt aber sonst nichts, ne? Nee. Ja, gut, dann gehen wir erstmal hier die Treppe runter. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt gut ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ich gehe dann gleich lieber nochmal wieder hoch. Speicherpunkte sprechen immer dafür, dass ich gerade mich auf dem Hauptweg bewege. Aber den nutzen wir auf jeden Fall mal, bevor uns gleich irgendwie so ein wild gewordener Piratenkapitän angreift. Unvorbereitet. Wäre schlecht. Wobei, wir haben ja eigentlich schon lange nicht mehr einen Kampf verloren. Und wirklich knapp war es auch nicht mehr seit Tuba. Ja, das zweite Mal Tuba war auch noch ziemlich heftig. Wobei das auch unter anderem damit zusammenhing, dass mein Team gerade, ja, nicht ganz so vorteilhaft war. Nicht ganz. Okay. Ah, ja, natürlich. So, Sanaa seid ihr als Erste drin wahrscheinlich. Ich glaube, die haben uns von hinten erwischt. Oh, doch. Nee, doch. Haben sie. Ich meine, wollte gerade sagen, ne? Ich war mir eigentlich ganz sicher, die haben uns von hinten erwischt. Oh, Leute. Das nervt vielleicht jetzt schon. So. Okay. Eigentlich müsste sie Porker und Frederick treffen, oder? Nee, nur Porker. Schade. Egal, dann heilen wir jetzt erstmal mit Frederick. Das. Ah! Ah, das war noch. Ich wollte gerade sagen, war das jetzt Unterwelle oder? Aua. Das tat jetzt ziemlich weh. Vielleicht schmeiße ich Dingens gleich lieber mal ein Item rein, Brocker. Lohnt sich vielleicht. Und wenn die Blütenextrakt fallen lassen, geht das ja auch wohl. Sekunde. Objekte? Ach, hier, genau. Ja, das reicht locker. Dicke. So viel Gesamtdingens hat Brocker ja auch gar nicht. Ach, seht mal einer an. Hier ist sogar schon eine Sackgasse. Ist das ja gar nicht ganz so weit. Blütenpulver. Haben wir nicht gerade eben eins verbraucht? Nee, das waren Sternplätzchen, glaube ich, was wir verbraucht haben. Egal, schon haben wir ein neues Heil-Item. Ah. Das ist so ähnlich aufgebaut wie die Stelle da an der anderen Seite. Und da ist eine Truhe. Hups, ich glaube, der hat mich schon wieder von hinten erwischt. Und das alles nur, weil ich wieder die ganze Zeit zur Truhe geguckt habe. Aber ich glaube, der ist alleine, ne? Sieht so aus. Praktisch. Und der. Ah, nee, da ist doch noch einer. Der war auf dem Anfangsbildschirm nicht drauf. Ich gehe mal zu Porker rüber. Damit sie auch noch was von dem Dingens bekommt. Wenn sie es jetzt verwendet hätte. So. Bam. Hat er gerade den zweiten Schlag verfehlt, der irgendwie gerne kann das? Bilde ich mir ein. Autsch. So, geh weg. Du. Oh, ich bin so froh, morgen. Ich habe zwar morgen Uni, aber morgen fällt. Ach, der ist da hinten hingeflogen. Upsala. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe morgen zwar Uni, aber das erste Seminar, das ich habe, fällt halt aus. Das ist halt schon um 8 Uhr morgens und dann muss ich halt um 6 Uhr aufstehen. Das ist echt nervig. Und jetzt habe ich aber erst den Japan. Also ich habe morgen nur den Japanischkurs. Und das ist schön. Das bedeutet nämlich, ich kann ein bisschen länger schlafen. Ich bin jetzt nicht so die Person, die keine Ahnung, wie viele Stunden schläft, aber sagen wir, ich war hier schon, das war der falsche. Ich schlafe schon gerne mal irgendwie so. Nein, oh, Isabel, die sind schneller als du. Versuch doch nicht von denen wegzulaufen. Wieso tust du das nur? Oh nee, jetzt stehen die genau hinter mir. Wieso? Wieso? Nee. Unpraktisch. So, ich wollte gerade sagen, trifft sie bitte beide, aber nein, die verteidigen ja auch noch. Böse, böse Buben, ihr. Idioten. So, heilen for the win. Ich glaube, wir heilen hier auch lieber nochmal. Leider wirkt das ja nicht auf, Upsala. Aha.
Lasst halt Salsa in Ruhe. leider wirkt das ja nicht auf Heilzauber, diese Verstärkung von Salsa. Das tut jetzt ziemlich weh, wollte ich gerade sagen. Bam. Schön. So sehe ich das gerne. Okay. So. Das nächste Mal versuche ich mal nicht vor dem wegzurennen aus Reflex. So, jetzt hier runter. Richtig? Richtig. Genau, hier haben wir einen Speicherpunkt. Dann speichern wir lieber nochmal. Und dann geht's halt weiter. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich am Anfang nicht irgendwie einen Gang verpasst habe oder so. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Andererseits habe ich jetzt auch keinen Bock, den ganzen Weg nochmal zurückzurennen. Bei dieser Treppe ganz am Anfang, wo wir einmal runtergesprungen sind, bin mir nicht sicher, ob da ein Flur war, wo vielleicht eine Sackgasse gewesen wäre. Ich bin den ja, glaube ich, nicht bis zum Ende gegangen, oder? Weil ich dachte, wir würden den halt automatisch wiedersehen, weil der halt in dem Stockwerk da drunter ist, aber vielleicht ist es der vielleicht? Nee, Quatsch. Da waren hier, konnte man beide Türen betreten, glaube ich. Gehen wir erstmal hier rein. Oh je, da kann man wieder runterspringen. Na, wundervoll. Tun wir diesmal jetzt aber erstmal nicht. Jetzt will ich erstmal kurz schauen, wo es hier weitergeht. Erstmal den Hauptweg suchen und dann können wir uns ja immer noch entscheiden, da runterzuspringen. Nur damit ich schon mal einen kleinen Überblick habe, damit ich mich hier nicht wieder so total verlaufe. So. Ah, das sind ja drei. Ich habe wieder nur zwei gesehen. Ja, ja. Egal. Können wir mitleben. So. Aber heilen ist mal wieder angebracht. Ach, ich heile einfach mal mit beiden. Warum auch nicht. So. Ich habe gerade überlegt, ob es sinnvoll wäre, mit ihr dahin zu rennen, damit die Piraten einen längeren Weg haben. Aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich einfach mit ihr da stehen bleibe und den anderen Piraten da platt mache. Und verteidige vor allen Dingen. So. Ah, nicht verteidigen. Hör auf, dich zu verteidigen. So, geht doch. Braver Junge. So, Salsa wird noch ein bisschen geheilt. Ja, nee. Das war nicht genau das, was ich... Ah, jetzt ist sie natürlich genau in dem Moment wieder ins Licht gerutscht. Naja, das soll man tun. Dann vergnügt Salsa sich hier mit dem noch ein bisschen. So, den sind wir los. Und wenn wir Glück haben... Ja, vielleicht Frederick ist es noch hin. Ich war mir gerade nicht sicher, ob er nochmal irgendwie bei diesem Geschwanke nochmal aus dem Lichtkegel rauskommt oder nicht. Sekunde, jetzt muss ich noch einmal... Wo kamen wir jetzt her? Genau, aus der rechten Tür kamen wir her. Da kamen wir her. Also gehen wir jetzt in die linke rein. Alter, dieses Schiff macht mich verrückt. Total verrückt. Ah, seht mal, das ist eine Truhe. Und nicht mal einen Gegner. Wie schön. Bouquet der Göttin. Okay. Was tut das Bouquet der Göttin? Es hatte dieselbe Form wie dieses Auferstehungsding, ne? Erholung K.O. Reichweite unbegrenzt. Ah, ein Licht aus dem Bouquet segnet die gefallene Leiber und heilt sie. Aber ist ja halt alle, okay. Das ist natürlich praktisch, wenn zwei tot sind. Ah, ja, ja. Nicht aufhören zu laufen. Ich bin momentan irgendwie immer so ganz kurz davor, mich immer ständig zu verdrücken, weil ich spiele jetzt seit zwei Tagen so ein japanisches Spiel. Es ist halt auch ein PlayStation Portable Spiel, und aber da ist halt die Steuerung ja sehr ähnlich wie bei der PS3. Boah, ich dachte, Polka wäre dran. Isabel. Auf jeden Fall, bei japanischen und auch bei amerikanischen Spielen ist es so, dass, auf Kreis bestätigen ist und auf X zurück. Und das ist bei europäischen Spielen ja genau andersrum. Und deswegen bin ich ständig versucht, das jetzt auch so zu machen, wie es im Japanischen ist. Das ist etwas unpraktisch. Bei den meisten neuen Spielen kann man das umstellen, also diese Tastenbelegung, wenigstens bei denen, die ich bisher gespielt habe. Aber bei dem funktioniert das nur im Kampf und nicht am Menübildschirm, und deswegen bringt es das halt auch nicht. Zum Beispiel bei Tales of Hesperia für die PS3, das habe ich auch auf Japanisch gespielt,
lässt sich das wirklich komplett umstellen. Also so, dass es wirklich komplett europäisch einstellbar ist, sozusagen. Aber es ist ja, Tales of Destiny zum Beispiel, das Let's Play hier, da ist es ja auch so. Aber da konnte man es auch komplett umstellen, erfreulicherweise. Wobei ich mich bis heute... Halt sich ja. Hey, Arsch. Wobei ich bis heute nicht verstehe, warum die das so unterschiedlich machen. Also, es ist ja, sind dieselben Spiele, dieselben Konsolen und die Steuerung wird so umgestellt. Ich weiß nicht. Wobei, ich glaube, ich habe so eine gewisse Ahnung. Im Japanischkurs, wenn etwas gut ist, sozusagen, wenn man etwas ankreuzt, macht man einen Kreis. Und wenn man etwas falsch ist, sozusagen, also, dann markiert man das mit einem X. Und bei uns ist es ja eher so, dass wir ein X benutzen, wenn etwas, also wenn wir etwas ankreuzen, so, dass wir halt etwas mit einem X ankreuzen. Ich schätze, vielleicht haben sie es deshalb gemacht. Weil das einfach das Verständnis anders ist von den Symbolen bei in den verschiedenen Ländern und Regionen. Wobei ich dachte, dass die Amerikaner das auch eher so machen wie wir. Ich dachte, das wäre jetzt was Japan-typisches, dieser Kreis zum Bestätigen sozusagen. Aber nee, bei Tales of Destiny ist es genauso. Und Tales of Destiny, das ist ja die amerikanische Fassung. Also nicht die japanische, auch wenn das Spiel an sich japanisch ist. Oder die haben damals einfach noch nicht drüber nachgedacht, das zu ändern. Weil Tales of Destiny war ja das zweite Tales of Spiel, das überhaupt erschienen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann vielleicht nicht drüber nachgedacht haben. Aber ich habe auch keine Ahnung. Ich philosophiere hier halt so ein bisschen vor mich hin. Bam. Schön. So. Oh, Frederick hat ein Level up. Ich überlege gerade, ich würde ja eigentlich auch gerne mal Beat ins Team nehmen, aber der... der ist Level 19, der müsste eigentlich mal dringend ins Team. Aber reicht gleich ein höheres Level, aber ist halt so auch. Ah, ich nehme ihn jetzt einfach mal rein und schau mal, ob ich klarkomme. Wenn nicht, wechsle ich ihn halt wieder zurück und muss ihn irgendwann mal so trainieren. Ich schätze... Wenn sich die Gruppen wieder vereinen, die Level sind ja jetzt sowieso alle total unterschiedlich. Ich schätze, dann gibt es sowieso noch einige Probleme. So. Wow. Ich wollte mich noch rechtzeitig umdrehen. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Es kommt immer davon, wenn man sich erst in einem Raum umgucken will und dann kämpfen will. Und die Gegner ein zu früh entdecken. Genau das. So. Okay, heilen for the win. So. Und ausgerechnet in dem Kampf, wo wir jetzt so unpraktisch reingestartet sind, haben wir natürlich jetzt auch noch Beat dabei. Ist natürlich das perfekte Timing, um mal was Neues auszuprobieren, ne? Aber macht ganz gut Schaden, würde ich sagen. So. Ja. Das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Ich dachte irgendwie gerade, oder war der Meinung, dass er weniger Schaden macht als die anderen. Oder ich habe Salsa einfach nur sehr positiv in Erinnerung, dadurch, dass dass ich sie eben anders Tinos Versteck so ein bisschen gehypt habe, weil sie einfach, weil ich diese Verstärkungsfähigkeit so cool finde. Und die echt was bringen. Vor allen Dingen, wenn ich überlege bei Polkas Unterwelle, wie viel sie die da teilweise Schaden mitmacht. Oh, Beat und Polka am Level Up. Schön. Wundervoll. So, bisschen mehr LP finde ich immer gut. So, lernen jetzt mal einen besseren Heilzauber, Mädchen. Böses Mädchen. Wieso tust du nicht, was ich dir sage? Ich muss gleich eigentlich mal heilen. Wo sind wir jetzt schon wieder? Das Blöde ist, der steht da. Ah, ganz schnell raus. Dankeschön. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier noch... Ja, ich glaube, hier geht es noch ein Stück weiter hoch. Vielleicht ist es auch nur eine Sackgasse. Aber selbst wenn es eine Sackgasse ist, könnte da immer noch eine Truhe stehen. Insofern sollten wir es auf jeden Fall ausprüfen. So. Okay. Ich hätte auch eigentlich mal heilen können, wo ich gerade schon so schön im Licht stand. Oh, oder wir bringen ihn einfach rum. Das ist auch okay. Nein, nicht ins Dunkel, danke. Das war knapp. Das war sehr eng. Ah, verteidige dich nicht, danke schön. So, und jetzt geh sterben. Und... hat sich verteidigt.
Das war, ouch, nicht geplant. Wenn die immer so einen schnellen Schlag noch hinterherhauen, dann schaffe ich es meistens nicht, noch irgendwie auszuweichen. Weil ich dann meistens irgendwie nicht damit rechne. So. Ah, nicht ins Dunkel, nicht ins Dunkel. Braves Mädchen. Oder braves Laternchen. Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt hör doch halt auf. Das nervt doch. So, und jetzt geh sterben. Danke. So wollen wir das sehen. Good job, genau. Gut gemacht, Beat. Braver Junge. Total toll gemacht. Ich bin stolz auf dich. Hier haben wir auf jeden Fall noch zwei Räume, in die wir rein können. Oh, seht mal, da ist ein Händler. Was machst du hier? Konga hinter Gittern. Okay. Oho, seid ihr gekommen, um mir zu helfen? Die Piraten haben mich gekapert, als ich meine Fracht transportierte. Ich bitte euch herzlich, holt mich hier raus. Was? Eine Partytour? Ihr helft mir, wenn ich mit euch eine Session abhalte? Oh, cool. Ja, klar. Warum nicht? Haben wir ja immer Zeit für. Eine Session geht immer. Wir haben auch eine neue, ne? Ja, die hier unten ist neu. Sieht auf jeden Fall sehr verrückt aus. Ich schätze, dazu sollte man eher ein schlichtes Gegenstück wählen. Aber ihr kennt mich. Ich spiele einfach immer mal alles ab, weil ihr wisst, ich und mein Gefühl für sowas, es ist einfach, es ist einfach nicht gut. Ja, das klang in meinem Kopf auch schlecht. Moment, da habe ich Mist gebaut. Gib mir noch eine Chance. Ich bin eigentlich gar kein schlechter Kerl. Wenn ich wirklich will, schaffe ich alles. Ah, es ist ja auch weniger seine Schuld, dass unsere Partitur scheiße klang zu seiner. Ich glaube, das ist zu much, oder? Andererseits, ja, too much. Sagt mir mal, findet ihr diese ganzen Lieder, die ich teilweise für gut halte, auch alle total scheiße? Oder bin ich die Einzige, die irgendwie hier einen gestörteten Sinn für Musik hat? Das ist mir auch too much. Das piepelt irgendwie zu viel. Wobei die sich ähnlich sehen. Ja, Rang A. Ja, toll. Das war gut. Absolut perfekt. Scherzo-Schal. Cool. Schauen wir uns doch gleich mal an. Was ist denn das? Was tut denn das? Wirkung unbekannt. Tempo um einen hoch. Tja. Keine Ahnung, ich schau gerade mal ein bisschen. Ich gebe ihm das mal, der ist langsam. Und dann kann sie vielleicht das haben, weil ihr Angriff ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei.